Eine Großmacht wird das Deutsche Reich durch Preußen. Eine Weltmacht durch Hamburg. Welthandel, Industrialisierung und Millionen von Auswanderern. Glänzende Aussichten für die Hamburger Pfeffersäcke. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen! In der wilhelminischen Zeit ist Hamburg nach New York und London die drittwichtigste Hafenstadt der Welt. Hamburg hat sich zu einer modernen Metropole von Weltrang entwickelt. Das alte Hamburg. Die Stadt steht vor einer neuen Epoche. ...1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Noch kann, noch will sich niemand vorstellen, wie sich Hamburg in den nächsten Jahren verändern wird. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Senats- und Rüstungsaufträge sorgen bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs für eine Scheinkonjunktur. Wenn man die Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten, die Kriegsvorbereitungen ausblenden kann, ist es möglich, sich von den scheinbaren Erfolgen blenden zu lassen. Die Verfolgung der Juden und anderer Minderheiten wird bald in eine neue Phase eintreten. Nur wenige Hamburger werden helfen. Viele, zu viele, marschieren mit. Sterben in wenigen Tagen mehr Hamburger als im gesamten Ersten Weltkrieg. 900.000 Hamburger werden obdachlos.